Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Juventus Turin Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute werde ich natürlich wieder drei Spiele in diese heutige Folge packen, gegen Hellas Verona, Fiorentina und Cagliari, bevor es dann im nächsten Spiel gegen Inter weitergehen wird, gegen Monza und Napoli. So, wir sind eigentlich auf einem sehr guten Stand. Wir haben nach 9 Spielen 7 Siege, 2 Unentschieden und plus 4 Gegentore kassiert, sind 2 Punkte hinter Napoli und mit einem Sieg heute gegen Hellas Verona könnten wir die natürlich weiterhin fortführen. Aber Hellas Verona, sieht man hier in der Tabelle, sind auf Platz 6 mit 16 Punkten, also muss ich dieses Spiel fast schon selbst in die Hand nehmen. Ich denke, wir werden natürlich reingehen mit der Top 11. Allerdings sehen wir Demiral ist nicht so fit. Deswegen darf Buongiorno mitgenommen werden. Sopi darf spielen und rechts darf McKennie ran. Genau. Gehen wir rein in die Höhepunkte gegen Hellas Verona. Let's go. Ja, und ich bin ein bisschen erkältet. Das hatte man gestern auch schon gesehen in der Folge. Da hatte ich es ziemlich früh aufgenommen. Heute ist es am späten Nachmittag. Da ist meine Stimme noch nicht so ganz angeschlagen, aber man hört es an meiner Nase. Das heißt so, ich möchte euch trotzdem eine Folge bringen und auch die nächsten Tage mit Juve erscheinen, bevor es dann weitergehen wird mit dem FCA. Und dann geht's rein auch weiterhin mit der Stuttgart-Karriere. Also ordentlich was los. Und Hellas Verona kommt in der 18. Minute zum ersten Angriff. Oh, der kam richtig stark. Aber nichts ist es geworden. Wieder Angriff von Hellas Verona. Also man merkt, die sind nicht umsonst auf Platz 6. Szczęsny hat ihn aber sicher. Können die den Konter einleiten? Locatelli. Wunderbar auf Vlahovic und er hat ziemlich viel Platz. Genau im richtigen Moment den Pass gespielt und da machte das 1:0. Nächste Gelegenheit für uns in der 31. Minute. Locatelli verliert hier den Ball. Jetzt Gelegenheit zur Flanke für Juve. Es steht immer noch 1:0 in der Mitte. Ist natürlich Sancho, der leider nicht bedient wird. Aber trotzdem, jetzt eine weite Flanke auf McKennie, der zieht ab und trifft die Latte. Was für eine mega Chance hier. Und jetzt gibt es Eckball für Juve. In der 76. oder beziehungsweise in der 74. Minute, sorry, aber da kommt zu steil, Chiesa kommt trotzdem an den Kopfball. Jetzt wieder weite Flanke von Hellas Verona. Ich möchte nicht in der letzten Minute einen Elfmeter kassieren. Wir müssen hier ordentlich weiter dagegen halten. Weite Flanke von Juve. Jetzt auf Jadon Sancho. Komm mal, Junge. Sancho. Da ist Vlahovic und er macht das 2:0. Jawohl. Sehr schöne Übersicht von Jadon Sancho. So spielt ein Tabellenzweiter. Genau so. Ich hoffe, es geht so weiter gegen Florenz und dann anschließend gegen Cagliari. Jadon Sancho. Locatelli. Und im Tor der von Verona pariert ihn. Am Ende wird es ein 2:0 Erfolg. Sehr gut.
So habe ich mir das erhofft. Jetzt geht's gegen Florenz und die haben 2-0 gegen Lazio verloren. Eieiei, und wir sind Tabellenführer, aber allerdings punktgleich mit Inter Mailand. Das wird sehr interessant dann in der nächsten Folge. Moiskin hat optimale Fitness, das freut mich. Hallo Boss, Sie wissen doch sicher, wie frustriert ich bin. Ich musste zuletzt das ein oder andere Mal natürlich rotieren. Ich habe da auch einen sehr interessanten Mann im Fokus, der auch in der Realität schon bei Juve unter Vertrag steht. Es ist Carlos Alcaraz, Argentinier. Und der nächste mit Juventino-Vergangenheit, Bentancur, möchte ich gerne zurückholen. Jetzt fragt sich der ein oder andere, warum ihn? Einfach, weil ich für die Breite jemanden brauche und Rodrigo Bentancur ist einfach einer, der mir gefallen hat in der Juve-Zeit und deswegen möchte ich ihn gerne verpflichten. Genau. So. Wir gehen weiter in Richtung Florenz-Begegnung. Monatsbericht Jugendmannschaft. Okay. Da schauen die beiden richtig stark aus. Die werde ich noch nicht befördern, da er 15 ist, aber den Thomas werde ich zum Profi befördern. Den Rest werde ich mal freigeben. Da hat zwar ein gutes Potenzial, der Akinkaya, aber wenn er in der Gesamtstärke so schlecht ist, dann brauche ich ihn wirklich nicht. Genau das gleiche bei Metin Yilmaz. Ist zwar um einen Punkt hoch, aber sein Potenzial geht runter. Deswegen werde ich ihn freigeben. Somit ist noch Ovidiu Lungu übrig. Okay, dann gibt es ein monatliches Scouting-Update aus Rumänien. Der schaut schlecht aus. Der schaut schlecht aus. Der auch. Der könnte interessant sein. Petru Kuma. Den werde ich verpflichten. Den Rest kann man abgeben, außer Theodor Radu. Der schaut auch nicht so schlecht aus. Kostet eine 500.000. Ist auf jeden Fall interessant. Dann den Elias Battaglia werde ich entfernen. Alessandro Russo werde ich entfernen. Nicola D'Angelo. Piero Abate. Was sind das für Spieler? Die haben zwar alles ein gutes. Die haben zwar allen gutes Potenzial, aber trotzdem nichts da. Mustafa Yilmaz. Mehmet Yilmaz. Schaut auch nicht so gut aus. Emre Kaya. Ja. Emir Sahin, 500.000, den werde ich mal befördern und Samet Yildiz auf jeden Fall auch. So wie Halil Kara werde ich auch ablehnen. So, gucken wir uns mal die in der Jugendakademie an. Den Petru Kuman werde ich direkt mal zum Profi befördern und Yildiz kann auch zum Profi befördert werden. Ist zwar kein Stürmer, aber den kann ich ja zum Stürmer umtrainieren. Das mache ich gleich hier mal. So. Gehen wir dazu in die Teamzentrale. Und trainieren ihn mal um. Entwicklungsplan. Gebe ich ihm die Rolle als Stürmer. Ganz klar. Es soll der Kenan Yildiz werden. Ne? Nur, dass er Summit heißt. Okay. Wir haben eine neue Nachricht. Hervorragende Jugendarbeit. Sehr schön. Ja, ich bin auch einer, der gerne mit Jugendspielern arbeitet und sie fördern möchte. Und Thomas ist beeindruckt oder beziehungsweise er hat mich beeindruckt. Wir gehen weiter gegen Fiorentina. Das ist sozusagen ein Derby in Italien. Immer wieder schwer. Und ich lasse mal Diallo eine Möglichkeit. Malaysia wird wieder spielen. Danilo. Decatelier und Miretti. Vorne Milik und Ken. Links Chiesa. Rechts Kostic. So. Samatic wird noch mitgenommen für McKenny. Rugani nehme ich mit für einen Campiasso. Kaman darf auch mal mit für Weh, den möchte ich sehr gerne sehen. Und der Rest passt soweit. Wenn wir einen gewissen Yildiz
hocharbeiten könnten, könnte er sogar Gatti verdrängen. Und Gatti, dann könnten wir Gatti verkaufen. Aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein langer Weg. Gehen wir jetzt erstmal in die Gegenwart, spielen die Partie gegen Florenz. Ich werde mal kurz einen Schluck nehmen, um meine Stimme wieder Energie zu verschaffen. Ja, ihr hört es an meiner Nase. Trotzdem hindert mir das nicht, diese Folge aufzunehmen. Denn mir macht Videos machen einfach Spaß. Das mache ich in meiner Freizeit. Und möchte es einfach jeden Tag bringen. Ken. Mit der Führung 1:0. Allerdings möchte ich das zwar jeden Tag bringen, aber ob ich das in Zukunft schaffen wird, das steht noch in den Sternen, denn ich möchte natürlich auch irgendwann mal eine Familie gründen. Und wer weiß, wie lange es noch dauert und ob ich überhaupt noch Zeit habe, jeden Tag eine Folge zu aufzunehmen, das weiß ich nicht. Und was für ein Ball hier, aber Matthäus ist da. Jetzt kommt er durch Florenz in der 38. Minute. Stark hier von Malaysia, der gefällt mir. Der Neuzugang von Manchester United. Konter. Stark, Diallo, Malaysia. Leider ist dabei weg. Jetzt Alleingang von Juve in der 46. Minute. Moise Kean ist natürlich ein Mann, der gefährlich sein kann. Hier legt er rüber auf Kostic und er macht das 2:0. Und damit für Kostic sein erstes Tor in Schwarz-Weiß, was diese Saison betrifft. 2:0 für die alte Dame. Und das könnte sogar noch höher ausfallen. Die Chilio, den haben wir damals an Florenz verkauft. Boah, wenn da Kostic noch rankommt, dann steht es 3:0. Jetzt gibt es Elfmeter für die Fiorentina in der 62. Minute. Chesney, komm, parier ihn bitte. In die Mitte, Nico Gonzalez, ganz frech. Auch er war auf der Liste. Letztendlich habe ich mich für Sancho entschieden. Jetzt kommt hier Decataler. Mit einer guten Flanke für Chiesa. Aber leider der Torwart Terracciano ist natürlich da. So. Wieder ein sehr guter Ball auf Ken und wieder pennt die Abwehr. Und das nutzt Juve eiskalt. 3:1. Und somit ist die Messe hier wohl gelesen. Hier passiert nichts mehr. Denke ich immer, Artemio Franchi. Das müsste es gewesen sein. Ja. So ist es auch in Florenz gewinnen wir. Und es läuft deutlich besser als auf der PlayStation. Ne? Es läuft deutlich besser. Dafür läuft es in FIFA 23. Hier sind wir auf jeden Fall weiterhin auf Meisterschaftskurs im November. Das freut mich doch. So, aber natürlich den Abend nicht vor der Messe loben. Wir sind noch ohne Niederlage. Das wollen wir gegen Cagliari weiter fortführen. Skott Abschlussbericht zu Rodrigo Bentancur. Der hat eine 82. Okay. Alcaraz eine 74. Das passt auch. So. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir die Partie gegen Cagliari nicht sogar simulieren sollen. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon. Aber wer weiß, vielleicht
schaffen wir ja was in der normalen Simulation. Wir werden auf jeden Fall hier wieder mit Chesney spielen, dann mit Cambiasso, Prema und Buongiorno, rechts Sopi, dann das Mittelfeld bilden Rabiot und Locatelli, vorne Ken zusammen mit Vlahovic, Sancho und Timothy Weah. Mitnehmen werde ich mal Casadei für Miretti, dann Jedis für Milik, genau, und Coman wieder mal für Chiesa. Ansonsten passt es soweit, die Katalea wird noch einrotiert und gehen wir rein in die normale Simulation. Let's go. Ich mache das eigentlich nicht gerne, aber gut, passt schon. Cagliari ist eine gute Mannschaft. Sie haben auch eine sehr interessante Mannschaft mit Shomurodov, der auch bei der Roma mal unter Vertrag stand. Auch Nandes, den hatte ich damals in der FIFA 22 Karriere, als ich bei Juve war. Nathan Nandes, auch er ein sehr interessanter Mann. Dann natürlich kann man den Sulemana. Auch interessant, Scofé. Talent in FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17. Ja, also eine sehr interessante Mannschaft und wir kommen hier gar nicht rein. Buongiorno ist Kapitän. Jetzt vielleicht. Gute Parade von Scofé. Gleich ist hier Halbzeit in Turin und auch eine sehr gute Möglichkeit wieder für Cagliari. Irgendwie kommen wir hier gar nicht rein. 0:0. Ich werde mal das Team umstellen und wir sind schon hier auf einer Viererkette. Okay, das passt. Dann geht's weiter. Jetzt mit Anstoß für die Sardinia. Was war das von Locatelli? Ich denke, zur 60. Minute werde ich den ersten Wechsel vornehmen. Also vor so Simulationen habe ich echt Respekt. Da habe ich jedes Mal Angst, dass ich irgendwas Falsches mache und die Partie dann wegen dem verliere, obwohl ich das, wenn ich selber spiele, gewinnen kann. Jetzt werden wir mal wechseln. Bringen Coman mal für Weah. Dann jedes für... Nee, bei jedes warte ich noch. Und McKenny kommt rein für Locatelli. Zwei Wechsel. Und Coman direkt mit der ersten Möglichkeit. Wenn das hier nichts wird, dann werde ich die Partie auf jeden Fall zu Ende machen. Die letzten 20 Minuten. 1:0 für Cagliari. Ich muss rein. Ich muss rein. 1:0 Cagliari. Und Coman, auch er jetzt mit seiner ersten Chance. Sancho, 1:1, jawohl, wir sind wieder da, durch Zayn Sancho. Super, und ich werde wieder zurückgehen zur Simulation.
bis zur 80. Werde aber noch mal kurz einen Wechsel vornehmen. Jedes kommt rein für Buongiorno, Casadei für Rabiot und Ekateler für Kane. Ecke. Gehen wir rein. Jetzt kommen die Wechsel auf jeden Fall. Casadei probiert es zumindest. Ich möchte hier unbedingt diese Niederlage verhindern. Komm an. Top-Talent. Zeigt es hier auch. Decathlon 2-1. Charles Decathlon, jawohl. So. Tut man wirklich. Taktieren. Chesney ist da und das müsste der nächste Sieg sein. Und damit eine rundum gelungene Folge hier an diesem Mittwoch. Wir schlagen Cagliari mit 2-1. Mal schauen, was Napoli gemacht hat. Napoli hat gepatzt. Und somit sind wir die einzige Mannschaft noch ohne Niederlage. Sehr schön. Also den Jungs gebe ich auch noch ein wenig, was das starke Fokus betrifft, auf Leistung, genau, so, du gehörst weiter zum Team und ich würde mich auch sehr gerne freuen, wenn ihr weiterhin hier bleibt. Das ist jetzt meine Kaffeemaschine, falls ihr die im Hintergrund hört. Auf jeden Fall sind wir punktgleich jetzt mit Napoli und es wird sehr interessant in der nächsten Partie gegen Inter Mailand. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Ich bin raus. Macht es gut, haut rein und ciao.